Einsatzbereit. Freunde, ihr habt doch darauf gewartet, endlich wieder einen vernünftigen Akku-Staubsauger vorgestellt zu bekommen. Tatsächlich, mit dem Philips der 8000 Serie, den Aqua Trio, wird eine kleine Besonderheit mit eingeführt. Nicht nur ein normaler Saugkopf, wie man den so kennt, für Hartböden und Teppiche, sondern auch eine Nasswisch-Aufsatz. Ich habe mir das ganze Ding angeguckt und die unverbindliche Preisempfehlung nicht gleich aus den Socken fallen, liegt bei 650 €. Mittlerweile ist der aber schon für 499 € zu bekommen und damit ist er natürlich deutlich konkurrenzfähiger zu den ganzen vielen Staubsauger, die wir über die Jahre vielleicht schon vorgestellt haben oder die so noch im Internet mit rumdümpeln. Aber kommen wir erstmal zum Gerät. Nicht direkt erschrecken, der Staubbehälter ist noch ein bisschen von Staub gefüllt. Das wollte ich so, das ist auch so. Ja, das System nennt sich Power Cyclone 12 System. Das heißt, die Luft wird hier drin rotierenderweise dann eingesaugt. Das mit 1100 Liter pro Minute hat man einen Luftstrom. Zur Leistung, wie viel Watt hat der Sauger, wie viel Saugkraft hat der Sauger? Da gibt Philips leider nichts an. Ich kann nur so viel sagen, für meine Bedürfnisse, für meinen Haushalt, für Langhaarträger, Katzenhaare und Überreste, die so eine Katze mal da lässt und allen Dreck, den ich auf dem Boden habe, hat die Saugleistung völlig ausgereicht. Was den Akku angeht, ist es so wieder so, es ist natürlich ein Akkusauger, der nicht unendlich viel Kapazität hat. Auf der Eco-Stufe kann man so bis zu 80 Minuten reinigen, hat man die Turbo-Stufe an, also quasi die dritte Stufe von dem Gerät, dann landet man so bei 30 Minuten. Das Schöne ist aber, man hat wieder so eine automatischen Saugmodus-Erkennungsdingens mit verbaut und zwar hier. Also da gibt es so ein nettes Symbol über das Touch-Display, was man dann anschalten oder deaktivieren kann. Das ist quasi so eine Art, ich sage es mal, eine Teppicherkennung. Das ist übrigens auch die Anleitung, die ist wunderschön comichaft bebildert, aber eine nähere Beschreibung dazu, was denn jetzt eigentlich wie gemeint ist, wenn das Bild vielleicht nicht unbedingt direkt zu erkennen ist, das gibt es leider nicht. Das finde ich jetzt nicht ganz so cool. Was ich gut finde, ist aber, dass zumindest die Ersatzteile, die man vielleicht nachbestellen will, die sind hier schon direkt mit abgebildet, ob es jetzt der HEPA-Filter ist oder die Rolle oder. Das könnt ihr direkt mit nachlesen. Also Anleitung selber ist jetzt nicht so ganz cool. Wie gesagt, durch die Teppicherkennung und die Saugleistungserhöhung ist sowieso eine Mischkalkulation der Nutzung. Das heißt, ihr könnt im Eco-Modus auf Hartböden saugen und ihr könnt dann über den Teppich gehen. Er erhöht die Saugleistung direkt auf Max und zieht dann da halt auch den Dreck mit raus. Und tatsächlich auch mit so einer Saugkraft, dass der Teppich, wenn es ein dünner Teppich ist, mit angesaugt und angehoben wird. Ich musste mich teilweise bei uns zu Hause auf den Teppich zum Beispiel mit dem Fuß draufstellen, dass ich da irgendwie dann auf dem auch saugen kann. Also Saugkraft ist auf jeden Fall genügend da. Dann sprach ich ja gerade schon den Akku an. Mit der gewissen Laufzeit. Der ist jetzt erstmals bei Philips wohl wechselbar, war bei den anderen Modellen wohl nicht der Fall. Wie gesagt, 80 Minuten im Idealfall und nur 30 Minuten in normaler Turbo-Benutzung oder ähnliches. Kleiner Nachteil ist, dass ihr den nur über das Gerät selbst beladen könnt. Stecker rein und dann ist es gut. Nachteil dessen ist, es funktioniert halt nur mit der Wandhaltung zusammen. Da kann man das Kabel dann auch mit durchfriemeln. Das Gerät selber steht leider nicht von alleine. Das heißt, ihr müsst diese kleine Wandhalterung benutzen. Und das ganze Zubehör, was jetzt hier linksseits oder auf eurer Seite rechts ausliegt, das kann ich da halt leider nirgendwo mit dran machen. Das ist halt ein bisschen schade. Das hat man in der Vergangenheit bei anderen Herstellern schon ein bisschen besser gesehen. Und das ist halt einfach nur so eine ganz normale Wandhalterung. Da setze ich das hier quasi rein und dann hält das so an der Wand. Aber ich habe, wie gesagt, keine Möglichkeit, das Zubehör mit abzupacken. Das ist ein bisschen schade, denn es liegt nämlich sehr, sehr viel Zubehör mit bei. Kurz noch zum Staubbehälter. Hier ist natürlich auch mit drauf abgebildet, wie muss ich den denn öffnen. Letztendlich ist es ganz einfach. Hier unten gibt es so einen Schalter. Da drücke ich drauf, dann kann ich den raushebeln, dann kann ich den rausnehmen. Es gibt natürlich Staubbehälter und Hersteller. Da kann man hier unten einen Knopf drücken, dann geht eine Klappe auf. Finde ich super praktisch, würde ich mir auch wünschen. Hier ist es so, ich muss das ganze Gerät quasi an sich nach oben rausnehmen. Und dann kann es schon passieren, dass hier über den Cyclone-Filter, weil hier überall noch ein bisschen Staub dran ist, das sich ein bisschen mit verteilt. Den wiederum kann ich einfach auskippen und gut ist. Ja, ist eine reine Gewöhnungssache, ist auch eine Geschmackssache. Wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, ist, wenn ihr den jetzt irgendwie querlegt oder transportiert hier oben über das Loch, also da, wo es der Schmutz normalerweise reingeht, kann er auch wieder rausfallen. Was ich praktisch finde ist, wenn ihr jetzt hier oben dreht, habt ihr den Filter direkt in der Hand. Das heißt, ihr habt diesen normalen Filter. Ihr seht schon, da ist tatsächlich auch direkt Schmutz mit drin. Den kann man so rausnehmen, kann den halt reinigen, waschen und auch ersetzen. Und dann haben wir hier nochmal einen anderen HEPA-Filter mit drin. Also insgesamt soll es ein Fünffach-Filtersystem sein. Laut meiner Zählung komme ich da jetzt nicht ganz so hin, aber wie das sich jetzt errechnet, kann ich natürlich nicht sagen. Beim Einsetzen muss man mit der Nase hier oben reingehen, drückt es zusammen und schon ist man dran. Das noch einmal dazu. Dann haben wir auf der Oberseite ein Display. Ich mache jetzt mal kurz den Sauger mit an. Bis zu 80 Dezibel Lautstärke kann er erreichen. Aber ansonsten Eco-Modus kann ich halt das Display nicht ablesen. Ich habe jetzt hier ein Menü.
Da kann ich dann mit Plus und Minus halt quasi durchgehen, kann das Licht vorne ausschalten, das können wir, spielen wir euch mit ein, und kann auch die Lichtintensität, die Lichtstärke mit einstellen. Das ist ganz praktisch. Und ansonsten sehe ich hier halt einfach auch Fehlinformationen, wenn zum Beispiel ich einen Teppich sauge und die Bürste unten sich festfuttert, weil die Borsten vom Teppich zu lang sind, sehe ich das. Akkustand, Ladezustand und so weiter sehe ich auch. Ist ganz praktisch, kennt man aber auch schon von anderen. Ansonsten, das Ganze ist ja halt quasi Plug and Play. Man nimmt sich das, steckt es drauf, nimmt sich die Hartbodenbürste zum Beispiel, steckt sich die drauf und fertig. Halte ich das Ganze und ziehe dann halt an den Teilen, dann kriege ich das auch sehr leicht auseinandergesetzt. Was mir gut gefällt, ist, dass man hier überall an diesen Schläuchen auch eine Gummierung hat, beziehungsweise eine Art Gummi, so dass dann halt auch das Ganze dann wirklich dicht ist und die Luftzirkulation wirklich auch wahrscheinlich komplett dicht ist und auch alles nach oben dann halt gegeben wird, um dass die Saugleistung auch so hoch bleibt. So, machen wir das auch einfach mal ab. Ist ja alles super einfach. Dann haben wir quasi den Saugkopf, die Teppichbürste. Precision Power Smart steht hier auch nochmal mit drauf. Wie gesagt, das Ganze flexibel. Den Sauger selber könnt ihr auch relativ flach legen, wenn dann halt nicht das Endstück oder das Handstück dann irgendwann auf dem Boden auf dem Weg ist, kommt er auch relativ flach unter die Möbel. Ist ganz praktisch. Wie gesagt, das Ganze ist dann hier natürlich flexibel. Was aber nicht möglich ist, dass der Sauger von alleine steht. Das habe ich schon gesagt. Der kippt halt quasi dann um. Ihr müsst den in diese Wandhalterung einhängen. Ansonsten ist es eine klassische Bürste, die sich rotierenderweise bewegt. Wir haben noch ein paar Silikonlippen, dass das dann alles so ein bisschen mit aufgezogen wird. Haare können sich drin sammeln, von mir und von meiner Frau. Sieht man jetzt gerade, wenn ich dann hier an der Seite quasi das Ganze rausziehe, kann ich das dann wieder durchschneiden und fertig. Verheddungsfrei ist es nicht. Das heißt, wer Langhaarträger ist oder Langhaartiere zu Hause hat, wird die Bürste irgendwann immer nachbereiten müssen. Zur Saugleistung habe ich schon ein bisschen was gesagt. Auf Hartböden, auf kleinen, flachen Teppichen oder auch einen etwas dickeren Teppich habe ich eine sehr, sehr gute Saugleistung. Hat für meine Begriffe und für meinen Dreck, den ich zu Hause habe, super gut ausgereicht. Was ich richtig genial finde, dafür muss ich den doch nochmal zusammenstecken und anmachen, ist quasi die Beleuchtung nach vorne. Das ist in zwei Stufen einstellbar. Man kann es auch ausschalten. Das bedeutet, wenn ihr bei euch zu Hause saugt und auf euren Boden guckt, denkt ihr, okay, das sieht eigentlich sauber aus. Mit so einem Licht, was von unten kommt, seht ihr dann erstmal, Mensch, die Katze hat aber Katzenstreu, Haare, Fell, mein Haar und von meiner Frau das Haar liegt auf dem Boden verteilt. Dann seht ihr das, ihr saugt drüber, ihr nehmt das weg und seht sofort, wie gut ist das Reinigungsergebnis. Und das hat wunderbar geklappt und das ist natürlich nicht der erste Sauger, der sowas hat. Ich finde es aber super praktisch. Und vor allen Dingen, es ist auch sehr hell. Ihr könnt quasi, wenn ihr Lust habt, im Dunkeln saugen und seht trotzdem was. Ein bisschen blöd, aber zum Beispiel, wer unter die Möbel drunter geht, sieht trotzdem dann, wenn er sich ein bisschen mit bückt, auch, ah, wo war ich? Habe ich denn alles weggenommen oder nicht? Muss ich nochmal. Sehr, sehr praktisch. Was ich nicht minder unpraktisch finde, ist, wenn wir zum Beispiel das Zubehör haben, dass selbst hier eine Beleuchtung mit eingebaut ist, dass hier unten ein Leuchtkegel auf den Bereich fällt, den ich gerade sauber machen will. Und das gilt für alle Handstücke, die ich mit ansetzen kann, bis auf quasi die Polsterbürste. Die hat leider kein Licht. Und damit könnt ihr aber die Polstermöbel mit reinigen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Die beiden anderen Aufsätze, die sind genauso beleuchtet. Das heißt, hier oben seht ihr das. Und hier brauche ich euch nicht zeigen, ne, wofür ihr die benutzen könnt. Wisst ihr wahrscheinlich auch. Irgendwelche Ecken oder Möbel oder Kanten. Und ihr seht immer was. Finde ich mega praktisch. Hat sich auch dann bewährt im Test. Und ja, auch das haben andere Hersteller schon mal gemacht. Finde ich aber gut. Saugkrafttechnisch, je nachdem, was ihr drauf habt, ist es aber eigentlich immer die gleiche Saugkraft. Das heißt, ihr kriegt alles mit weg, was ihr an Dreck in der Bude habt. Finde ich wirklich gut. Hat mir gut gefallen. Kommen wir zu dem Part, der mit am spannendsten sein kann. Und zwar der Nasswischaufsatz, der Vakuum und Mob. Sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, ist aber ganz einfach gelöst. Wir haben ja erstmal hier oben zwei Wartungsklappen, weil hier kann aufgesaugt werden und hier kann aufgesaugt werden. Und wenn doch mal irgendwie Haare, Fell oder irgendwas anderes Kinderspielzeug mit aufgesaugt wurde, komme ich dann hier ran und kann das dann quasi dementsprechend nochmal nachbereiten. Wenn ich das ganze Ding rausdrücke, habe ich einen Wassertank, den ich hier oben befüllen kann. Man sieht auch hier direkt zwei Löcher in der Aufnahme. Das bedeutet, hier über diese Leiste und über diesen Bereich wird dann kontinuierlich immer stets und die ganze Zeit über der Wischlappen quasi benetzt. Also hier ist keine Pumpensteuerung drin, die das dann automatisch macht, wenn der an ist, sondern es tropft automatisch. Nachteil ist natürlich, wenn ich den in Betrieb habe und den hinstelle, das Wischpad ist immer nass und macht dann entsprechend auch alles nass. Das bedeutet, nach dem Reinigen muss ich quasi den Pümpel hier oben wieder aufmachen oder den Plastikverschluss und muss das Ganze wieder auskippen, dass dann hier sozusagen das Wasser nicht mehr nachtrocknet. Ansonsten muss ich halt hier oben den Pümpel aböffnen, das Ganze auskippen, so dass dann letztendlich dann nichts mehr nachtropft. Und das Wischpad selber muss ich natürlich dann auch nochmal nachreinigen, weil eine Reinigungsstation, Reinigungslösung in der Form gibt es nicht und muss es dann natürlich auch noch trocknen lassen. Ne? Aber wie gesagt, ich kann es halt nur irgendwo hinstellen, den Wegen, aber anhängen oder so kann ich es dann auch nicht wirklich, weil die Wandhaltung leider nicht viel hergibt. So,
Was dabei aber auch ganz interessant ist, ist dann auch die Unterseite. Und zwar sieht man hier so einen Klappmechanismus. Je nachdem, ob ich mich nach vorne bewege oder nach hinten, wird halt quasi eine Seite geöffnet und die andere geschlossen. Das bedeutet, an der Seite saugt er dann nicht. Und gehe ich dann wieder nach vorne, saugt er vorne weg und wischt dann dahinter. Das heißt, ich kann in einem Durchgang wischen und saugen. Also quasi, er saugt ja quasi vorne und wischt dann mit dem Mob dann dahinter hinterher. Ganz simpel, das ist ganz einfach und reicht auch für ein paar Quadratmeter, um dass ich da mal ein paar Flecken mit wegmache. Eingetrocknete Flecken kriege ich mit ein bisschen hinterherschrubben, Kaffee zum Beispiel, kriege ich dann auch weg. Oder von unseren Katzen ein paar Überbleibsel, die wir vielleicht irgendwie vorgestern nicht gefunden haben, die trocknen ein, weil die Bude wieder warm ist. Da kann ich auch 3, 4, 5 Mal rübergehen und dann kriege ich die Flecken auch mit weg. Da das aber nur so ein Wischpad ist, ist es natürlich auch so, dass ich dann halt den Dreck, den ich aufnehme, den verteile ich spätestens dann an der nächsten Stelle wieder. Also hygienisch ist es dann halt erst, wenn ihr das wieder auswascht und dann nochmal ansetzt. Kommt halt auf den Verschmutzungsgrad an. Was ihr auf keinen Fall mit aufsaugen könnt, sind Flüssigkeiten, weil hier kein extra Schmutzbehälter für Wasser drin ist. Das heißt, ich habe wirklich nur dieses Wischpad, so wie bei den normalen Standardsaugrobotern, wo einfach das Pad hinterhergezogen wird. Und wie gesagt, die Saugleistung vorne oder hinten, je nachdem. Das bedeutet aber auch, dass das ganze Pad hier einmal mit gereinigt werden muss, weil das verschmutzt in der Benutzung. Und das ist dann halt bei mir zum Beispiel im Bad mit dem Katzenstreu. Das hat sich dann hier so ein bisschen mit abgelegt und das muss ich dann letztendlich nachbereiten. Das heißt, wer viel wischen möchte und muss zu Hause, für den ist das wahrscheinlich nicht die optimale Lösung. Wer sagt für gelegentlich mal, ich will meinen Staub und Dreck, den ich so produziere, nicht nur wegsaugen, sondern ich will nochmal mit einem feuchten Lappen drüber gehen, dass das alles ein bisschen schöner ist und vielleicht ein bisschen weniger Staub in der Bude hinterlässt, dann ist das auf jeden Fall praktisch. Für, ich will mal einen Kaffeefleck machen, den Rotweinfleck wegmachen und so ist es auch ganz praktisch. Wobei, vielleicht reicht es dann auch mit einem Scheuerader oder mit einem Mob oder irgendwas, das sauber zu machen, auch schon aus. Das liegt an euch. Ich kenne eure Reinigungsermessungsgrenzen nicht, aber genau, dafür ist es auf jeden Fall da. Aber ich sag mal so, grundsätzlich hat es funktioniert. Man darf aber jetzt keinen Nasswischsauger erwarten, der eine rotierende Bürste hat, der ein Wassersystem hat, wo kontinuierlich frisches Wasser reinkommt, das Schmutzwasser wieder aufgesaugt wird. Das kann der hier nicht. Das ist wirklich nur, übertrieben gesagt oder drastisch gesagt, ein nasser Lappen, den ihr vor und zurück schrubbelt, um halt eben noch ein bisschen mehr Dreck aufzunehmen. Was die Akkuladezeit angeht, gibt der Hersteller irgendwie so um die 6 Stunden an. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, denn ich bin ein bisschen schneller mit dem Laden gewesen. Das heißt, von 0 auf 70 habe ich ungefähr 3 Stunden gebraucht und von 0 auf 90 ungefähr 4, 4,5 Stunden. Um dass der ganz voll wird, sind wir vielleicht so bei 5 Stunden. Also von daher eine normale Zeit, würde ich sagen. Okay, fassen wir nochmal alles zusammen. Also, wir haben ein schönes Gerät, was wie gesagt für 500 Euro verkauft wird und einen Wischaufsatz hat, den man eher als Obolus sehen sollte. Für eine tägliche Reinigung kann man es benutzen, aber man hat halt eben die Wartung danach. Das heißt, Wischpad sauber machen, die ganze Apparatur sauber machen und ich muss es halt irgendwo ablegen oder abstellen, sodass das Wischpad dann in Ruhe trocknen kann. Gesetz des Falles, ich habe das an der Wandhalterung dran. Naja, dann hängt es halt schräg runter. Kann man machen, muss man aber nicht. Apropos Wandhalterung, wie gesagt, nur das Gerät. Das ganze Zubehör, was mit beiliegt, muss ich irgendwo anders verstauen. Das ist ein bisschen schade. Was mir an dem Zubehör aber gefällt, ist, wie gesagt, dass wir hier auch eine Lichtleiste haben, dass wir auch damit quasi im Dunkeln saugen könnten, wenn wir das wollten. Genauso, wie es halt quasi die Teppichbürste auch macht. Saugkraft, Saugleistung hat mir wirklich gut gefallen. Den Dreck, den ich habe, ob das Kieselsteine sind von dem Abtreter im Flur oder ähnliches, ich habe alles mit weggekriegt. Und mit der Wischleistung habe ich auch schon gesagt, es ist halt ein nasser Lappen, den ich hinterherziehe, der aber mit ein bisschen Schrubbeln dann auch den Dreck wegbekommt, aber im Prinzip danach ja auch schmutzig ist und ich muss den dann wieder reinigen, sauber machen. Das ist ein Kompromiss, den man hier eingehen muss, beziehungsweise dass ich den Wassertank danach halt eben auch wieder entleeren muss, weil kontinuierlich halt immer das Wasser raustropft. Ansonsten Akkulaufzeit im Turbomodus so um die 30 Minuten, vielleicht auch ein bisschen weniger. Kommt halt wirklich drauf an, was ihr saugt. Und wenn da ein Teppich ist und so weiter, dann braucht er halt irgendwie manchmal ein bisschen mehr Energie. Grundsätzlich, wenn man im Eco-Modus saugt, kriegt man einfachen normalen Dreck im Haushalt weg und kann 60, 80 Minuten dann haushalten. Ladezeit, wie gesagt, irgendwo so bei 3 bis 6 Stunden, sag ich mal. Wenn der Akku nicht komplett leer ist, lädt er ja eh ein bisschen schneller auf. Also passt das eigentlich. Ansonsten vom Preis her und von der Saugleistung, von der Verarbeitung mit dem Display und der kleinen Teppicherkennung im Prinzip um die 500 Euro finde ich soweit einen attraktiven Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung, die der Hersteller selber jetzt gar nicht mehr hergibt, da kostet es 529, glaube ich, statt 650, ist ein bisschen hochgegriffen. Ich würde sagen, Philips ist ja eine Brand, die kennt man. Ich selbst war ja schon in Holland vor 2 Jahren, glaube ich, als der Aquatrio 9000 rauskam und konnten wir angucken, wieso das Testritual bei dem Hersteller ist. Das heißt, wie wird so ein Sauger getestet, wie wird die Langlebigkeit getestet und das fand ich super interessant. Ich durfte damals leider nichts filmen. Ich kann euch nur sagen, wenn so ein Sauger zum Beispiel noch auf den Markt kommt und wird der vorher in unterschiedlichen Szenarien getestet, weil
jedes Land, jede Kultur reinigt anders. Ne? Manche haben mehr Straßendreck zu Hause und so weiter und so fort. Das haben die so ein bisschen ausklabüsert und haben sich bestimmte Schwerpunkte festgelegt. Und wenn dann es um die Robustheit geht, wird das zum Beispiel auf einer Teststrecke festgemacht. Da ist ein Laufband runter, da fährt er die ganze Zeit mit einem Gegenstand und dann huckelt das auf und ab zum Beispiel. Und das lassen die ja 10, 20, 30, 2 Wochen laufen oder so. Und dann wissen die, okay, ist das Material gut oder ist das nicht gut. Um das vielleicht mal ein bisschen zu relativieren, was den Preis angeht. Ein Dyson kocht auch nur mit Wasser, kostet aber irgendwie 800 Euro und hat ein bisschen anderes System, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Das vielleicht nochmal als kleinen Inside-Fact von meiner Seite aus. Ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Links in der Videobeschreibung. Testbericht haben wir auch fertig gemacht, wenn ihr Bock habt. nerdseven.de. Und ansonsten sehen wir uns auf Instagram oder Twitch oder Twitter oder was weiß ich, wo wir uns überall rumtreiben. Macht's gut, bis dann und danke, tschüss.